Hier spricht Ostra. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune Factory Frontier. Eventuell schaffen wir es an diesem wunderbaren Tag, die Angel noch ein Stück besser zu bekommen, denn ich habe das Gefühl, irgendwie, das ist eine wichtige Sache. Außerdem haben wir Post. Ich werde eine Weile fort sein. Wir fahren in den Urlaub. Meine Tochter Anise wird sich um den Gasthof und die Taverne kümmern. Du kannst also wie immer dort vorbeischauen. Wow, jetzt fahren sie doch. Das ist eher unerwartet. Naja, da gehen wir auf jeden Fall gleich mal vorbei. Die andere Frage ist dann, werden wir dann Anise überhaupt in ihrem niedlichen Badeanzug sehen? Das wollen wir doch gleich mal erfragen. Und deswegen fangen wir mal die Tour im Gasthaus an. Eventuell kriegen wir ja jetzt mehr Informationen aus der Anise. Hallo Anise. Sehe ich dich heute nochmal am Strand, eventuell dieses Jahr. We have such nice weather today. Ich bin die gesamte nächste Woche verantwortlich für den Gasthof. Auf geht's! Okay. Das Essen verdirbt sehr schnell zu dieser Jahreszeit. Daher muss ich sehr vorsichtig sein, was ich unseren Gästen serviere. Du solltest ebenfalls vorsichtig sein, Ostra. Ich weiß nicht, ob das in die Hose geht oder nicht. Ist eine gute Frage, ob das hier in die Hose gehen wird oder nicht. Ich schenke ihr zumindest mal ein Blümchen. Ich habe nämlich gesehen, wir haben von diesen ominösen Blumen, beziehungsweise Hashtag alle Blumen, haben wir noch ohne Ende. Deswegen kann man mal für diese Bemühungen auch ein kleines Blümchen dalassen. Trotzdem wissen wir nicht, ob wir sie eventuell nochmal am Strand sehen werden. Und was wir auch immer noch nicht wissen ist, wie wir die beiden Irissen in irgendeiner Form wieder aus dem Bettchen kriegen. Und dafür werde ich mir gleich mal, glaube ich, nochmal die Lara schnappen. Eventuell nochmal Stella, eventuell nochmal Kano. Weil ich auch nicht genau weiß. Und jetzt kommt der Clou. Weil ich natürlich auch nicht genau weiß, mit wem ich da sprechen soll, damit es überhaupt besser wird. Ich vermute mal, es wird Lara selbst sein. Aber da ich auch nicht weiß, mit wem ich über dieses Problem reden könnte, weil sie sagt ja selbst, ja, Kano ist ratlos und Stella ist ratlos und irgendwie sind sie alle ratlos und ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Hi. Vor einigen Jahren löste ein starker Regenguss einen Erdrutsch aus, der die Bergstraße blockierte. Es hat 5 Jahre gedauert, bis der Schaden behoben war. Ach, das ist das, was wir als Mädchen von ihr erfahren haben. Ihr Vergangenheits-Ich. Diese Kirche ist wirklich in die Jahre gekommen. Wir sollten sie bald restaurieren. Ich bin dabei. Bedankst du dich für deine bedankst du dich für dein Leben und die Menschen, die dich umgeben? Sei stets bescheiden und bemütig. Okay, und es wird dir gedankt, wenn du das meinst. Demütig, meinst du? Bemütig? Habe ich falsch gelesen? Kelly ist ein ehrliches Kind. Ich kann nur hoffen, dass es so bleibt. Wir kriegen ganz schön viel Infos aus dir raus. Ich sorge mich sehr um Iris. Wenn ich irgendwas tun kann, sprich mich ruhig an. Ja. Tabata war also eine Königin der Elfen. Sie war auch viel zu elegant, um ein Mädchen zu sein. Aber ich hatte sie nie... Also sie ist elegant für ein Mädchen? Wenn man zu elegant ist, um ein Mädchen zu sein, ist man dann ein Junge? So viele Fragen an diesem Tag. Okay, also hier kriegen wir nicht mehr allzu viel Neues raus. Schade eigentlich. Weil ich eigentlich schon dachte, dass wir hier so ein bisschen Plus machen können. Gedanklich zumindest. Aber zumindest sagt Stella schon mal, wenn es irgendwas gibt, was sie tun kann, dann hilft sie natürlich gern. Lass uns jetzt mal nach Kano gehen. Eventuell kriegen wir dort dieselbe Auskunft. Und dann müssen wir mal schauen, was ich so anstelle für euren Tag. Mein Tag sieht ja ein bisschen anders aus bei Rune Factory als den, den ihr dann tatsächlich seht. 1 Uhr und eine Minute. Ja, 10 Uhr und eine Minute. Mal schauen, wo wir irgendjemanden finden. Hi Lara, erstmal mit dir. Guten Morgen. Das Wetter ist herrlich. Ja, 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 ja. Was ist mit Iris? Iris hasn't set foot inside the church ever since she moved here. I wonder why. Das könnte ich dir jetzt erklären, aber wir brauchen Medikamente.
So this village is a great place to try, but I have to go far to stock up on medicine. So of course I always make. Ja, das ist auch alles uninteressant. Das haben wir auch alle schon gehört. Bitte achte darauf, dass du dich nicht überarbeitest. Ich werd schon nicht mein Bestes geben. Keine Sorge, ich mache nur so viel, wie ich muss. Trotzdem möchte ich gerne, dass ich irgendeine Antwort kriege. Ich habe Angst zu träumen. Na, das hilft uns natürlich auch nicht weiter. Kano! Good morning. Cinnamon hat mir erzählt, dass sie es dir zu verdanken hat, dass sie ihre magischen Fähigkeiten zurück hat. Ich muss mich bei dir bedanken. Ich habe doch gar nichts getan. Wirklich? Dann nehme ich alles zurück. Hohoho. Aber Cinnamon steht kurz davor, ihre magischen Fähigkeiten wiederzuerlangen. Naja, das ist. Sie hat schon ihre magischen Fähigkeiten wiedererlangt. Das ist nicht das Problem. Sogar schlecht gekochte Gerichte können zu etwas nutzen. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie Altmetall. Das ist total nutzloses Zeug. Naja, das sagst du jetzt. Wegen Iris, dass sie wieder zur Normalität zurückfindet. Könntest du etwas herausfinden? Naja, das wird nicht einfach sein. Ich meine, es ist schon erstaunlich genug, dass sich eine Person in zwei Personen aufteilen kann. Aber jetzt müssen sie wieder zu einer Person vereinigt werden. Das macht die ganze Sache um einiges schwieriger. Oh, natürlich habe ich nicht aufgegeben. Komm sofort zu mir, wenn du Hinweise findest. Ja, wie genau soll ich Hinweise finden? Naja, mehr dazu zu einem anderen Zeitpunkt. Ich habe mir überlegt, ich hole ein bisschen Altmetall, um dann eventuell unsere Waffen weiter aufbessern zu können. Und dafür nehme ich euch einfach mal mit, warum ich, wie gesagt, ich fange jetzt erstmal ganz langsam an, die Sachen ein bisschen zurechtzuschneiden und schön zu schneiden. Es fällt mir relativ schwer, Dinge wegzulassen und Folgen zu kürzen, wie man eventuell unschwer erkennen kann, auch weil man das einfach von mir weiß, dass ich das sehr, sehr selten mache. Deswegen ist das alles ein ungewohntes Neuland für mich. Ich werde aber natürlich in der Zeit, die wir natürlich hier noch bei Rune Factory haben, so viel daran setzen wie möglich, um dann auch genau daran ein bisschen zu arbeiten. Aber heute ist zum anderen, also Tag, wo ich das aufnehme, noch ein bisschen was anderes zu tun, denn ich mache einen spontanen Zwischenlivestream. Und, wenn du das hörst, ist der aber schon vorbei, denn der lief wahrscheinlich gestern, wenn ihr es zeitnah schaut. Und dafür muss ich ja noch ein bisschen Vorbereitung machen und dergleichen. Deswegen alles unter einen Hut kriegen ist im Moment immer noch eine Schwierigkeit. Außerdem die Unsicherheit, was genau ich alles wegkürzen soll bei so wunderbaren Folgen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ich merke es auch, wenn ich die Folgen mir anschaue beim Schneiden, es ist natürlich ein viel angenehmeres Zuschauererlebnis, meiner Meinung nach, so ein Projekt auf diese Art zu machen, denn es ist nun mal so, es kommt halt, man kann es halt besser verarbeiten, es ist halt nicht diese ekelhaften Längen da drin, die mich wirklich, und ich weiß, ihr sagt nicht ekelhaft, aber ich sag das. Ich sag das auch ganz bewusst, weil mir diese Längen, die da aufgetaucht sind in den Folgen, fand ich persönlich richtig ekelhaft. Weil zum einen bin ich natürlich ein Typ, ich versuche relativ viel zu reden in den Folgen. Und das ist auch ein Fehler eigentlich. Manchmal könnte man ruhig so eine Situation mal einfach für die Situation an sich sprechen lassen. Das heißt, ohne dass irgendjemand darüber quatscht, sondern einfach mal, okay, ja, diese Szene ist jetzt halt so. Fertig. So, ist ja auch kein Problem. Kann man ja auch mal machen. Tja, ist alles theoretisch wertvoll. Wir können das rote Kraut essen. Das brauchen wir zumindest nicht mehr. Warum müssen wir unterschiedliche Altmetallsachen finden? Warum können wir nicht immer dieselben Altmetallsachen finden? Das fände ich schön. Schön levelkonform, damit ich mir nicht so einen Kopf machen muss. Ja. Und, ne, da ist es wieder. Weil ich halt diese Längen auch irgendwie überbrücken mag. Und zum anderen Teil will ich natürlich nicht 10 Minuten in einer Folge, wo relativ wenig passiert, auch nicht reden. Dann kannst du auch, dann brauche ich auch gar nicht reden und kann euch nur Gameplay zeigen, ohne alles. Aber manchmal ja, glaube ich schon,
ist es auch mal cool, die Freze zu halten. Das Gute ist, das lerne ich jetzt natürlich wieder so ein bisschen, wenn wir nach The Last Remnant schauen. Wer da noch nicht reingeschaut hat, kann ich übrigens nur empfehlen. Ja, aber dazu... packen wir mal die Wolle weg. Eigentlich müssen wir noch mehr Sachen wegpacken. Weil wir brauchen immer zwei Taschenplätze, damit wir arbeiten können. Ja, da lerne ich das jetzt wieder so ein bisschen durch die Cutscenes, die da halt sehr groß sind und die auch vertont sind, dass ich da halt nicht so reinquatsche. Und das tut auch ganz gut manchmal so, wenn man die Löffel anlegen kann und einfach mal der Cutscene zuhören kann, mal selber sich auch sammeln kann, was man denn als nächstes sagen möchte. So, jetzt brauchen wir Folgendes. Wir brauchen Gold, ein Fischfossil, Feenstaub und Monsterhaut. Ich hoffe, ich habe das alles. Also ein Fischfossil müsste ich irgendwo hier rumfliegen haben. Da ist schon mal eins. Monsterhaut sollte auch nicht problematisch sein. Golderz. Kupfererz und Eisenerz kann ich anbieten. Aber Golderz wohl eher weniger. Nun. Aber Monsterhaut ist da. Und Feenstaub, magisches Pulver. Feenstaub sollte ich eigentlich auch haben. Sagte er und verzweifelte an genau diesem Satz. Sonst müssen wir das jetzt auch noch besorgen gehen. Ich meine, Gold ist ja weniger das Problem. Wir haben noch Gold. Aber wir haben keinen Feenstaub. Warum habe ich keinen magischen Feenstaub mehr? Ist der mir ausgegangen? Wie kann das denn sein? Hört sich an, als ob ich kokse. Wo ist denn mein magischer Feenstaub geblieben? Ja, wo habe ich denn den schon wieder weggeschnüffelt? Ja nun, dann müssen wir den wohl oder übel mal kurzerhand holen gehen. Auf der Walinsel. Ich glaube, da können wir dann auch hochporten, wo die Feen sind. Müssen wir einfach mal gucken und probieren. Sollte aber möglich sein. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie auf der Walinsel irgendwas gibt, was Iris helfen könnte. Oder halt in den Schneeruinen, in dem... Naja, in dem Areal, in dem Bereich, was da war, wo halt Iris vorher gesungen hat. So schwierig ist das Ganze. Ich habe sowas von keinem Plan. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Es scheint mich irgendwo hinzuführen. Tu nicht so, denn ich weiß, was los ist. Es sollte hier irgendwo Feen geben. Und genau diese werden wir jetzt mal ein bisschen suchen. Ich meine, irgendwo hier wird es schon Feen geben. Nein, lass mich bloß in Ruhe. Das ist ein Büffel. Das ist keine Fee. Das ist ein Vogel. Ein Vogel ist, glaube ich, auch keine Fee. Na, hier vielleicht. Oder sind sie wirklich nur draußen davor? Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Hier haben wir zumindest das Magier. Eine ganze Menge Magier. Okay. Magier! Überall! Finden Sie Magier. Nein, das sind Pilze. Pilze. Pilze sind leider keine Feen. Also. Oh, da sind doch Feen. Ich krieg nicht mal die eine Fee kaputt. Ich jag dich! Ich jag dich, kleine Fee! Okay, da habe ich sie erlegt. Wow, warum sind die nochmal 5 Millionen Mal stärker als die vorher waren? Sollen wir den trinken? Oder trinken wir den? Wir trinken mal die Multivitamine. Qualitätskleidung ist nicht unbedingt Feenstaub. Ja nicht. Okay. Ich
Okay, das war gar nicht schlecht. Da habe ich es auch einigermaßen getroffen, die Fee. Geht natürlich schön gar nichts liegen lassen. Oh, fuck me, ja, Nusshole! Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Johnny, hilf mir. Johnny, ich weiß, die gibt's nicht wirklich, aber Johnny. Oh, verdammte Scheiße. Oh, ja, bitte. Magisches Pulver? Naja, in der nächsten Folge werden wir da nochmal etwas genauer hinsehen. Ich glaube, Feenstaub sieht leicht anders aus. Naja. Trotzdem hoffe ich, diese Folge hat euch auch gefallen. Ich würde gerne wissen, wie ich Iris helfen kann. Also, wenn du das weißt, dann sei nicht schüchtern. Schreib es mir in die Kommentare. Das würde ich natürlich sehr begrüßen, denn ich glaube, mir fällt sonst nichts ein. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch einen Daumen da, schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es hier heißt, hier spricht Ostra, das klang abgelesen. Nun, bis zum nächsten Mal.